Ich stehe heute vor Ihnen als Gastgeber, als scheidender DGV-Vizepräsident und Vertreter des DGVs in der Zukunftskommission, aber nach 15 Jahren Landespräsident auch als nachdenklicher Bauer. Wo geht es hin? Wie sieht die Zukunft aus? Wie können wir sie mitgestalten? Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen, eines ist klar. Wir haben vieles richtig gemacht, sonst ständen Sie heute nicht hier. Um die Zukunft zu gewinnen, genügt das jedoch nicht. Es braucht die Erkenntnis, dass sich Dinge ändern müssen. Für das Thema, das ich einleiten werde, braucht es Kopf, Bauch und Herz. Es braucht Ehrlichkeit, Demut und nicht zuletzt Mut. Ich bin mir sicher, dass es daran hier im Saal nicht fehlt. Denn Landwirtschaft ist kein Job, den man nebenher erledigt. Es ist eine Berufung voller Leidenschaft. Teilweise haben wir das selbst vergessen und uns auf Produktivität, Effizienz, Kostenoptimierung, auf das Drehen an vielen kleinen und großen Schrauben konzentriert. Und wir hatten jahrelang Erfolg damit. Doch merken wir gerade, dass sich diese Denk- und Arbeitsweise nicht für alle auszahlt. Wir haben nicht nur viele Berufskolleginnen und Berufskollegen auf dem Weg verloren, auch die Gesellschaft ist bei unserer heutigen Wirtschaftsweise nicht mitgekommen. Und vielleicht haben wir dabei auch unsere Mitte verloren. Keiner von uns ist ein Homo economicus, ein rein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handelnder Mensch. Doch wird unser Volk heute allein in der Ladenkasse gemessen? Aber ich frage, ist das alles? Ich zumindest habe den Anspruch, mehr zu können, als nur billige Lebensmittel zu erzeugen. Wir können Umweltschutz, Artenvielfalt, Tierschutz, Gewässerschutz, wir können Ernährungssicherheit, nur reicht der Preis an der Ladenkasse nicht, um all das zu bedienen, was wir für richtig und notwendig halten. Aber, und das sage ich angesichts des Krieges in der Ukraine deutlich, es darf keine Entschuldigung dafür sein, dass wir die gesellschaftlichen Ziele wie die Ernährung hinaus vernachlässigen. Nicht für uns, nicht für die vor- und nachgelagerte Wirtschaft, nicht für den Lebensmittelhandel, nicht für die Politik und nicht für die Gesellschaft. Der Wertewandel in der Gesellschaft hin zu einer zukünftigen Landwirtschaft, die Kritik in den Medien, in den Parteien an unserer Tierhaltung macht uns zu schaffen. Nicht erst seit gestern, aber mittlerweile so stark, dass wir alle spüren, dass es so nicht weitergeht. Wir spüren schon seit längerem, dass wir mit dem herkömmlichen Politikansatz und den Denkweisen keine Erfolge in der Argumentation mehr erzielen. Deshalb sind wir auf unsere Kritiker zugegangen und haben uns auf eine Zukunftskommission Landwirtschaft verabredet. Und auch wenn Minister Özdemir die Ergebnisse bisher nur zögerlich anfasst, so werden wir sie weiter mit Leben füllen. Ein Ergebnis dieses Aufeinanderzugehen ist auch die Idee des Zukunftsbaus. Als Arbeitsgruppe fordern wir auf, Verantwortung zu übernehmen. Wir werfen nichts über Bord, sondern ergänzen unsere Produktvielfalt um Dienstleistungsangebote. Wir kommen damit dem Bürger entgegen, wenn wir unsere Produktpalette ergänzen. Und ich spüre, dass dieses ankommt und man erwartet es auch von uns. Das sagt auch die
Studie des Eingangssalons im Auftrag des BLV, die Ihnen heute Morgen in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt wurde. Dabei hilft es, dass manche unserer Kritiker bereit sind, ihre Negativgeschichten zu überdenken, weil sie erkannt haben, dass die alten Geschichten zwar weiterhin in der öffentlichen Diskussion ziehen, aber eben nicht die gewünschte Wirkung erzielen, nämlich mehr Natur, Klima und Artenschutz. Das dient nicht gegen, sondern nur mit uns Bäuerinnen und Bauern in Deutschland. Als die Ergebnisse vorlagen, stand die Frage, was machen wir mit den Ergebnissen der Zukunftskommission und der Rheinland-Studie? Im Herbst 2021 berief der Deutsche Bauernverbandsrat die Arbeitsgruppe Zukunftsbauer ein. Aus jedem Landesbauernverband arbeitet eine Landwirtin oder ein Landwirt in der Gruppe mit. Ein wichtiger Grundsatz lautete dabei, dass die Gruppe maximale Beinfreiheit in der Diskussion und den Entscheidungen hat. Gespräche waren intensiv, sie waren spannend, sie waren konträr, aber sie endeten im Konsens. Wir hatten die Zukunft. Heute möchten wir Ihnen die Vorschläge, diskutieren, wie sich unsere Landwirtschaft neu ins Spiel bringen kann, und zwar positiv als wichtiger Baustein für eine Zukunftsgesellschaft. Das Ziel ist, ein Mehrwert für die Gesellschaft, eine Wertschätzung für unsere Bauernfamilien und eine höhere Wertschöpfung auf unseren Betrieb. Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen, seit Jahren segeln wir hart im Wind. Doch nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem der Kurs neu bestimmt werden muss und damit bei der Frage, wollen wir mit dem gesellschaftlichen Rückenwind in die Zukunft segeln? Natürlich könnten wir den Machtkampf mit der Gesellschaft suchen. Wir sollten aber lieber zusätzlich den Schwung der gesellschaftlichen Wünsche und Sorgen nutzen, um auf dieser Welle in die Zukunft zu reiten. Ich plädiere dafür, gemeinsam mit allen ehrenamtlichen Teilnehmerinnen an Zukunft zu arbeiten. Dazu braucht es den Mut, bisherige Überzeugungen und Konzepte in Frage zu stellen. Das ist nicht leicht, gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Doch müssen wir erkennen, dass die Zeiten für uns gesellschaftlich schon lange unsicher sind. Gerade unsere jungen Nachfolger wollen etwas ändern, denn sie wollen raus aus der Opferrolle und Gestalter der Zukunft sein. Sie wollen nach vorn die Chancen der neuen Zeit nutzen und nicht wenige tun, wie sie auch schon. Lina Machnik war gestern ein ganz beredtes Beispiel. Liebe Berufskolleginnen und Kollegen, Sie alle kennen Betriebe, die gesellschaftlich anerkannt arbeiten. Es sind beileibe nicht nur kleine bio-vegane Solawi-Betriebe. Es sind Höfe, die eine Antwort auf die Wünsche und Sorgen der Gesellschaft bieten und so ihren Betrieb in die Zukunft führen. Diese möchten wir aus der AG Zukunftsbauer auf die Landwirtschaft insgesamt übertragen. Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat Konfrontation in Konsens gewandelt. Konsens war auch die Erkenntnis, dass nur Betriebe, die Geld verdienen, nachhaltig für die Gesellschaft tätig werden können. Nun wollen wir daran gehen und aus gesellschaftlichen Herausforderungen Aufgaben für unsere Betriebe machen. Aufgaben, die uns Wertschätzung zurückbringen und Wertschöpfung sichern. Mein Eindruck ist, dass die Menschen es leid sind, den Schuldigen zu suchen. Es gibt eine Sehnsucht nach Lösungen und die sollten wir bedienen. Die Rheinland-Studie zeigt, dass die Landwirtschaft bei Themen wie Tierwohl, Biodiversität, Klimaschutz oder Regionalität
positive Resonanz erfährt. Es gibt in der Bevölkerung eine Sehnsucht nach Berührung mit der Natur. Wir können das bieten. Die Bevölkerung zeigt Verständnis für die Situation unserer Familien und eine Offenheit für neue Wege in der Landwirtschaft. Selten zuvor war zudem die Frage so dringlich, wie bekommen wir es hin, Schutz und Nutzen zu vereinbaren? Dass wir beides brauchen, macht der Krieg in Europa neu deutlich. Wir haben eine reelle Chance, neue Geschäftsfelder zu entwickeln und einen Imagewandel einzuleiten, indem wir unser Selbstbild und unser Rollenverständnis definieren und dieses im Anschluss auch kommunizieren. Und zwar in der Verantwortung der Landesverbände. Die Arbeitsgruppe Zukunftsbauer ist überzeugt, dass wir es selbst in der Hand haben, die Dinge für die Landwirtschaft zum Besseren zu wenden. Dazu müssen wir unseren Kompass nach Jahrzehnten des Erfolges neu kalibrieren. Ganz deutlich, unsere Werte bleiben dieselben. Wir wollen weiterhin den landwirtschaftlichen Generationenvertrag mit Leben füllen, nur fallen unsere Fragen auf die Antworten der Zeit anders aus. Eine wichtige Frage dabei ist, was hat die Gesellschaft davon, dass es uns gibt? Wozu braucht es eine heimische Landwirtschaft? Was können wir besser als die Kolleginnen und Kollegen in Dänemark, in Frankreich oder in Brasilien? Was können wir besser als die NGOs? Darauf gibt es nicht die eine übergeordnete Antwort. Vielmehr müssen wir immer wieder darauf konkrete Antworten in und mit unserem täglichen Handeln geben. Dazu brauchen wir nach Meinung der Arbeitsgruppe erstens ein verändertes Selbstverständnis, zweitens ein angepasstes Rollenverständnis und drittens dann auch neue Erzählungen. Kurz, wir brauchen eine Veränderung in den Köpfen, im Handeln und in der Kommunikation. Das Selbstbild: Wir sind Teil der Gesellschaft. Wir nehmen keine Sonderrolle gegenüber anderen Berufen und Wirtschaftsbereichen ein. Wir sind offen für Menschen, Gedanken und Impulse von außerhalb der Landwirtschaft. Diese Haltung muss stärker Teil unseres bäuerlichen Lebens sein. Zum Rollenverständnis. Wir machen nicht nur satt, wir machen viel mehr. Wir können Gemeinwohl in allen Variationen. Wir sind selbstbewusst der erste Ansprechpartner unserer Gesellschaft, denn mit der Co-Produktion beginnt alles. Und zur Kommunikation. Wir erzählen, was wir tun und warum wir es so tun. Offen, echt und ehrlich. Ohne die Opferrolle in die Opferrolle zu fallen, denn wir sind keine Opfer. Wir machen in Zukunft Angebote an die Gesellschaft. Artenvielfalt, wir pflegen Hecken und Knicks, Blühflächen und Weiden, Photovoltaik auf der Fläche. Wir haben einen Vorschlag, der die Ernährungssicherung einbezieht. Alternative Ernährungsweisen, selbstverständlich erzeugen wir vegetarische und vegane Produkte und berücksichtigen auch dabei den Kreislaufgedanken. Wir setzen ein erstes Zeichen damit, dass wir trotz des Ukraine-Krieges, der das Thema Ernährung ganz nach oben gespült hat, weiterhin uns um die Erhaltung der Schutzgüter kümmern. Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen, wir bieten Verlässlichkeit und machen Mut aufs Morgen. Wir können einen Beitrag dazu liefern, die Welt besser zu machen. Wir haben Mut und Ideen für die Zukunft und wir setzen sie um. Wir setzen in dieser schweren, fast entmutigenden Zeit ein Zeichen
dass die Zukunft Chancen bietet und wie man sie wahrnehmen kann. Ich denke, all dieses wird auch den Verband prägen. Es wird in Zukunft weniger darum gehen, Zumutungen abzuwenden, als vielmehr darum, vorauszudenken und Perspektiven zu entwickeln. Wir werden zu einem Zukunftsbauernverband. Es wird eine Herausforderung, aber wir packen sie an. Liebe Huskolleginnen und Huskollegen, liebe Delegierte, ich erinnere an eine Liedzeile unseres gestrigen Bauerntagssongs, diesmal zum besseren Verständnis auf Hochdeutsch. Ich bleibe die Bäuerin, der Bauer von nebenan. Solange es geht, setze ich alles dran. Ich lebe den Traum, ein Bauer zu sein. Das bleibt wohl wahr, ich gebe nicht auf. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass die AG Zukunftsbauer die hier gestellte Aufgabe, die Dinge mit Beinfreiheit neu und groß zu denken, mit Bravour gemeistert hat. Damit hat sie ihre Aufgabe erfüllt. Jetzt liegt es an Ihnen, den Delegierten des Deutschen Bauerntages, die Empfehlungen zu diskutieren. Die Unterlagen wurden Ihnen zugesandt, sie sind im Bilde. Es geht um unseren Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft. Wir wollen raus aus der Opferrolle. Wir wollen nicht länger als Teil des Problems, sondern als aktiver Teil der Lösung gesellschaftlicher Probleme wahrgenommen werden. Dazu gehen wir auch Kooperationen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen an. Liebe Delegierte, jetzt sind Sie an der Reihe. Die Zukunft liegt auch in Ihren Händen, damit die nächste Generation noch sagen kann, ich bleibe der Bauer, die Bäuerin von nebenan. Das ist mein Wunsch. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.